Willkommen zurück. Wir haben letzte Woche mit der Lorentz-Transformation aufgehört. Wir haben diesen Zusammenhang zwischen den beiden Koordinatensysteme hergeleitet. Ein Bezugssystem, es befindet sich in Ruhe und relativ zu diesem Bezugssystem haben wir noch ein Bezugssystem mit Koordinaten T Dach, X Dach, Y Dach und Z Dach und die Koordinaten eines Ereignisses im Bezugssystem S wird so berechnet in dem bewegten Bezugssystem. Das haben wir letzte Woche gemacht. Heute werden wir diese Transformation als eine Matrix darstellen. Bevor wir das machen können, müssen wir zuerst Ereignisse als Vektoren darstellen. Wir haben bis hier Ereignisse in Raumzeit mit vier Koordinaten beschrieben. Normalerweise haben wir ein Ereignis mit Hilfe T, X, Y und Z beschrieben. Ein Ereignis ist etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt T stattfindet und an einem bestimmten Ort X, Y, Z stattfindet. Und wir haben bisher Ereignisse mit diesen Koordinaten beschrieben. Aber es stellt sich heraus, dass es gibt einen ganz kleinen Unterschied, mit einer ganz kleinen Änderung können wir Ereignisse mit Hilfe Vektoren beschreiben oder darstellen. Wir stellen solche Ereignisse als Vektoren dar. Und diese Vektoren haben vier Einträge: x hoch 0, x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3. Das ist so eine Art Komponentebeschreibung. Das heißt nicht x zum Quadrat zum Beispiel. Das ist wirklich eine Koordinate. Und wobei x 0 gleich c definiert ist. Wir definieren diese nullte Komponente als c mal t. Wir nennen diese Reihe die nullte Reihe. Dann x1 wird als einfach x definiert, x2 als y definiert und x3 als z definiert. Das ist die nullte, erste, zweite und dritte Reihe. Wir stellen Ereignisse mit Hilfe solcher Vektoren dar. Wir nennen solche Vektoren vierer Vektoren. Weil die Vektoren vier Einträge haben. Vierer Vektoren. Einziger Unterschied zwischen dieser Darstellung hier und die Vierer-Vektoren-Darstellung ist eigentlich nur, dass wir die Zeitkomponente mal c darstellen statt t. Es stellt sich heraus, dass alle unsere Gleichungen sehen ein bisschen symmetrischer aus, wenn wir Ereignisse mit Hilfe c mal t definieren. So stellen wir jetzt Ereignisse dar. Wenn wir das tun,
Aufgabe jetzt ist, wenn wir Ereignisse mit Hilfe vieler Vektoren darstellen, wie sieht eine Lorentz-Transformation aus? Okay. X0 Dach, das heißt transformierte Komponente des Ereignisses, wird auch mit einem Vierervektor dargestellt. Und wir haben die Transformationsregel da. Die Regel steht da oben. Dann übersetzen wir diese Gleichung hier auf unsere Vierervektordarstellung. Und t ist gleich x0 durch c und mal c, weil wir x-Dach haben. Die erste Komponente sieht so aus. Und die zweite einfach. So, und die nullte Komponente, Entschuldigung, sieht so aus, die erste Komponente so aus, zweite und dritte so aus. Ich habe einfach die andere Schreibweise benutzt. Dieser C-Vorfaktor hebt weg. Auf und wir führen eine neue Größe ein, nämlich v durch c. Tun wir das, dann vereinfacht sich diese Darstellung etwas auf diesen Vierervektor. Warum haben wir das gemacht? Weil wir würden gerne die Lorentz-Transformation als Matrix darstellen. Matrizen sind sehr nützlich in der Physik. Wir können Computeralgebra Programmen verwenden, um Matrizrechnungen zu vereinfachen und so weiter. Und es ist leichter zu sehen, welche Matrix gegebenen Lorentz-Transformation entspricht, wenn wir faire Vektoren benutzen. Okay. Diese Lorentz-Transformationsmatrix wird so definiert: Gamma minus Gamma Beta so sieht Lorentz-Transformationsmatrix aus. Wir prüfen diese Gleichung, indem wir die erste Reihe mal diesen Vektoren multiplizieren und so weiter.
lass uns das einfach probieren, die x0 Dachkomponente kriegt man, indem wir diese Reihe mal diesen Vektor multipliziert. Wir kriegen da für Gamma mal x0, sieht gut aus, minus Gamma mal Beta mal x1, das ist genau hier, steht diese Beiträge da und da 0 mal x2, 0 mal x3. X0 Dachkomponente stimmt. Und dann x1 Dach ist minus Gamma Beta mal x0. Kriegen wir genau minus Gamma Beta mal x0. Und dann Gamma mal x1 stimmt überein. Und dann 0 und 0. Und dann x2 und x3 sind einfach. Da wir haben diese Lorentz-Transformation als Matrix dargestellt, können entweder Lorentz-Transformationen so durchführen oder so. Diese Darstellung ist nützlicher, weil man, wie gesagt, Computer benutzen und verwenden können, Berechnungen einfacher zu machen. Wir nennen diesen Matrix hier die Lorentz-Transformationsmatrix. Üblicherweise benutzt man Groß Lambda für diesen Matrix. Nach dieser Art und Weise können wir viele Fragen relativ schnell beantworten. Zum Beispiel, was passiert, wenn wir zwei Lorentz-Transformationen ein nacheinander durchführen? Dann müssen wir diese Matrix multiplizieren. Einfach. Sehr nützlich. Okay, wir beschreiben ich weiß nicht, ob Sie die Komponentenschreibweise schon gesehen haben. Einsteinsche Summationenkonvention. Ist das bekannt? Wir beschreiben Matrizen und Vektoren, können wir auch mit Komponenten beschreiben. Was heißt das? Wir stellen genau diesen Matrix dar, aber wir beschreiben diese Matrix statt ein so ein Gitter von Zahlen und so weiter, aber sondern mit einer Liste von Einträgen. Diese Schreibweise da ist steht für eine Liste von Einträgen. Ich würde das gerade definieren. Diese Schreibweise Mu und Nu
diese alternative Schreibweise. Wir definieren eine Matrix mit Hilfe Komponente, wobei mu und nu von 0 bis 3 laufen. Das heißt, wir haben insgesamt 16 solche Komponente. Und die Komponente mu 0 wird als nullte Reihe und nullte Spalte definiert. Eine alternative Definition der Matrix Lambda. Wir können einfach Matrix Lambda aufschreiben, wie so ein Gitter von Einträgen. Oder wir können genau dieselbe Matrix mit Hilfe 16 Komponenten definieren. Und in diesem Fall würden wir genau Lambda genauso definieren wie folgt. Lambda 0, 0, die nullte Reihe, nullte Spalte, hat Eintrag Gamma. Lambda 0, 1 ist gleich minus Gamma Beta. 0, 2 ist 0. Und 0, 3 ist auch 0. Wir haben die erste Reihe schon definiert. Und so weiter. Ne? 1, 0 ist gleich minus Gamma Beta und so weiter, bis wir 16 Komponente aufgeschrieben haben. Der letzte Eintrag ist einfach Lambda 3, 3. Es wird als, es ist gleich 1. Okay, wir haben zwei alternative Arten und Weise, eine Matrix zu definieren. Jede Darstellung hat ihre Vorteile. Die Matrix-Darstellung kann man einfach in Mathematiker sehr leicht eintippen. Aber in andere Programmiersprache wird diese Darstellung ein bisschen leichter einzutippen. Können genau auf diese Art und Weise Vektoren so darstellen. Ein Vektor darzustellen brauchen wir, um einen Vektor darzustellen, brauchen wir nur eine Komponente mu. Wir müssen nur die Reihen beschreiben.
Und wir können auch Tensoren und alles Mögliche darstellen, wenn wir mehrere Komponenten haben. Aber wir sowas passiert nicht in dieser Vorlesung. Wir können auch vierere Vektoren, wie gesagt, mit Hilfe Komponenten darstellen, wobei mu von 0 bis 3 läuft. Und mit Hilfe Komponenten können wir auch Matrix Produkte und so weiter auch darstellen. Zum Beispiel multiplizieren wir eine Matrix mal einen Vektor, können wir diese Verfahren mit Komponenten definieren und es wird so aussehen. So sieht eine Matrix mal einen Vektor aus. Mit Hilfe Komponenten. Man hält genau die gleiche Information wie diesen Matrizprodukt, dieses Matrizprodukt. In der Praxis benutze ich tatsächlich diese, fast immer diese Darstellung mit Hilfe Komponenten. Es ist einfach, am einfachsten aufzuschreiben, alle solche Gleichungen mit Matrizen, die man mit Matrizen zu tun hat. So. Gut. Die Lorentz-Transformation ist nicht irgendeine Transformation. Die Lorentz-Transformation hat
viele besondere Eigenschaften. Wichtigste Eigenschaft der Lorentz-Transformation ist, dass ich benutze die Matrix-Schreibweise, um diesen Eigenschaft zu erklären. Wenn wir diesen Matrix hier einführen, dann lässt sich die Lorentz-Transformation-Matrix diesen, es ist nicht ein Einheitsmatrix, aber diesen diagonalen Matrix invariant. Und zwar so. Wenn wir diesen Matrix von beiden Seiten multiplizieren, dann erhalten wir genau diesen Matrix nochmal. Das ist nicht offensichtlich. Was habe ich? Lass uns dann diese Rechnung durchführen, nicht so schwer. Wir müssen diese drei Matrizen multiplizieren, um diese Eigenschaft zu bestimmen. Es dauert ein bisschen, aber es lohnt sich am Ende. Man gewinnt was dabei. Erste Reihe mal die erste, oder die nullte Reihe, wenn ich das richtig sage. Die nullte Reihe mal die nullte Spalte, was kriegen wir? Minus Gamma. Nullte mal erste kriegen wir minus Gamma Beta. Und dann 0 und dann 0. Dann hier kriegen wir Gamma Beta. Dann Gamma 0, 0 und dann 1, 1. Diese Matrix ist das Matrixprodukt von dieser Lorentz-Transformationsmatrix und dieser diagonalen Matrix. Wir müssen diesen Matrix mal diesen Matrix jetzt multiplizieren. Erster Eintrag und nullte Eintrag ist einfach minus Gamma mal Gamma, Gamma zum Quadrat, minus Gamma zum Quadrat, plus Gamma zum Quadrat mal Beta zum Quadrat. So was kriegen wir, wenn wir die nullte Reihe mal die nullte Spalte multiplizieren. Mal. Zeichne ein paar Hilfslinien. Dann müssen wir minus Gamma mal minus Gamma Beta plus minus Gamma Beta mal Gamma. Das ist einfach 0. Und dann kriegen wir 0 und dann nochmal 0. Erste Reihe mal nullte Spalte, Gamma zum Quadrat Beta.
minus Gamma zum Quadrat Beta. Das ist auch 0. Letzte nicht triviale Komponente ist Gamma Beta mal minus Gamma Beta plus Gamma zum Quadrat. Dann 1, 1. Wir haben nur ein nicht trivialer Eintrag, nämlich minus Gamma zum Quadrat plus Gamma zum Quadrat mal Beta zum Quadrat, weil einfach minus diesen Eintrag ist. Okay, lass uns dann diesen Eintrag berechnen. Gamma zum Quadrat ist gleich 1 durch 1 minus v zum, v zum Quadrat durch c zum Quadrat. Und Beta zum Quadrat ist v durch c, alles zum Quadrat. Okay, dann müssen wir minus 1 durch 1 v zum Quadrat durch c zum Quadrat müssen diese Gleichung vereinfachen. Haben einen Faktor Gamma zum Quadrat, ähnlicher Faktor in beiden Ausdrücke. Ich nehme Gamma zum Quadrat raus, 1 minus 1, nee, ich nehme minus Gamma zum Quadrat aus den Klammern und dann sieht diese Gleichung so aus. Und dann können wir gleich feststellen, dass diesen Ausdruck gleich 1 sein muss. Und dabei haben wir festgestellt, dass tatsächlich lässt sich die Lorentz-Transformation diesen diagonalen Matrix invariant. Es hat viele wichtige Folgerungen. Weil diese Beobachtung hier enthält 16 Gleichungen insgesamt. Wir haben 16 Gleichungen, nee, eine Gleichung für jeden Eintrag. Das ist viel Information auf einmal. Und wir werden diese Information verwenden, indem wir diese Gleichung, hier ist, wir haben zwei Seiten, mal beliebige Vierervektoren multiplizieren. Und dann
erhalten wir mehrere Bedingungen. Diese, wir nennen diese Eigenschaft Stern. Wir multiplizieren jetzt diese Sterneigenschaft von links mal ein Vierervektor, aber einen transponierten Vierervektor, und von rechts mit einem anderen beliebigen Vierervektor. So sieht Stern aus, wenn wir das machen. Diese Eigenschaft Stern sieht so aus. Wir haben minus 1, 1, 1, 1. Und da Lorentz-Transformationsmatrix Lambda, es stellt sich heraus, dass wir müssen die transponierten Lorentz-Transformationsmatrix hier verwenden. Ich werde das gleich erklären, was das dies bedeutet in diesem Fall. Diesen Stern-Eigenschaft in Matrizform wird so aufgeschrieben. Ich benutze etwas später. So sieht diese Stern-Eigenschaft aus, wenn wir die Matrix-Darstellung benutzen. Und ich habe die transponierten Matrix hier eingefügt. In unserem Fall, in unserem etwas vereinfachten Fall, ist Lambda T gleich Lambda. Lambda heißt transponierten. Transponiere. Das ist T bekannt, was dies bedeutet. Zum Beispiel haben wir ein 2x2-Matrix, ist diesen Matrix transponiert. Einfach. Ups. Die transponierten Version so definiert. Okay. Wir haben das nicht festgestellt, nicht verwendet, dass Lambda, dass die Stern-Eigenschaft so definiert ist, weil
diese Lorentz-Transformationen-Matrix einfach symmetrisch ist. Das heißt, Lambda transponiert ist gleich Lambda. Und dabei haben wir das noch nicht bisher bemerkt. Aber es ist so, diese wichtige Eigenschaft der Lorentz-Transformation ist eigentlich, dass eine Lorentz-Transformation erfüllt diese Matrixgleichung. Wenn wir diese Matrixgleichung anwenden, indem wir die Gleichung von beiden Seiten mal faire Vektoren multiplizieren, dann entdecken wir eine wichtige Größe. Um diese Größe zu erklären, führen wir und definieren wir ein paar neue faire Vektoren. Wir definieren die Lorentz-transformierten faire Vektor so. Und wenn wir diese Notation verwenden, dann können wir diese Gleichung Stern Stern ganz einfach berechnen, weil hier haben wir die Lorentz-transformierten faire Vektor B und hier haben wir die transponierten Lorentz-transformierten Vektor A. Das heißt, Stern Stern wird so aussehen. So sieht Stern Stern aus. Stern, Stern, diese Gleichung da. Wenn wir diese Vektoren und Matrizen ausmultiplizieren, dann vereinfacht sich alles auf die folgende Gleichung.
nämlich das minus a Dach 0 mal b Dach 0 plus a Dach 1 mal b Dach 1 und so weiter ist gleich selber Gleichung, aber im Bezugssystem, in unserem ursprünglichen Bezugssystem. Okay, diese Gleichung ist eine Art verallgemeinertes Skalarprodukt. Sieht ähnlich aus wie unser Skalarprodukt in euklidischen dreidimensionalen Raum. Aber wir haben jetzt vier Komponenten, vier Koordinaten. Und wir haben auch einen wichtigen Unterschied, nämlich dieses Minusvorzeichen. Und das Minusvorzeichen bedeutet, dass diese Gleichung ist tatsächlich kein Skalarprodukt im mathematischen Sinne. Es ist nicht positiv. Dieses Produkt kann und darf negativ sein. Das heißt, wir können diese Gleichung nicht als reine mathematische Skalarprodukt betrachten, aber es ist eine Art verallgemeinertes Skalarprodukt. Und was wir entdeckt haben, ist, dass dieses Skalarprodukt invariant ist. Okay, es stellt sich heraus, dass dieses Skalarprodukt invariant ist, oder Lorentz invariant ist. Das heißt, berechnen wir so ein Skalarprodukt in ein Bezugssystem, dann berechnet man genau dieses Skalarprodukt in ein anderes Bezugssystem, dann kriegt man genau dieselbe Wert. Beide Fälle. Es ist sehr wichtig, das hat eine große Bedeutung in der speziellen Relativitätstheorie, genau wie die Newtonsche Mechanik. Die Newtonsche Mechanik ist rotationsinvariant, anders ausgedrückt, das Skalarprodukt Rotation invariant ist. Und hier haben wir auch eine Invariant entdeckt, nämlich dieses verallgemeinerte Skalarprodukt. Und dieses Skalarprodukt liefert uns ein wichtiges Werkzeug in der speziellen Relativität.
können auch das Skalarprodukt mit der Komponentenschreibweise darstellen. Aber mag ich nicht. Sonst muss ich noch eine Matrix einführen. Gut, wir verwenden jetzt dieses Skalarprodukt, um Ereignisse zu beschreiben, um invariante Größe einzuführen und zu definieren und zu beschreiben. Wir haben letzte Vorlesung folgende Raumzeitdiagramme eingeführt. Wir stellen Ereignisse in einen vierdimensionalen Raum dar. Und ich zeichne auch ein paar wichtige Bahnen. Wenn wir Ereignisse mit Hilfe solcher Raumzeitdiagramme darstellen, dann wird Teilchen als Linie dargestellt. Das heißt, hier ein Photon, propagiert in die Plus-X-Richtung, wird so dargestellt, nämlich mit einer Weltlinie, sogenannten Weltlinie. Hier haben wir auch einen Lichtstrahl, einen Photon. Diesen Photon propagiert in die Minus-X-Richtung. Haben wir ein Teilchen, ein anderes Teilchen, zum Beispiel ein Elektron oder was ähnliches. Und dieses Teilchen hat beschleunigt, wird abgebremst und so weiter. Man sieht, das Elektron oder das Teilchen aus in so ein Raumzeitdiagramm. Wir nennen diese Kurve Weltlinie. Dann wird die Weltlinie gezeichnet. Hier ist der Ursprung unser Koordinatensystem. Und wir nennen diesen X-Achse hier. Sie müssen sich vorstellen, dass wir noch zwei Dimensionen hier haben. Wir haben auch eine Y-Dimension und auch eine Z-Dimension. Es ist kaum möglich, das vorzustellen. In diesem Koordinatensystem ist die Gegenwart, findet hier an dieser Achse statt. Zukunft ist für CT Größe 0 und die Vergangenheit ein Teilchen. Wird aus diesem Bereich CT kleiner 0 definiert. Das ist so ein Raumzeitdiagramm für ein bewegendes Teilchen. Nulldimensionalen Objekte wie Teilchen sind mit eindimensionalen Weltlinien dargestellt in solche Raumzeitdiagramme. Das Teilchen existiert zu jedem Zeitpunkt. Deshalb müssen wir eine Linie haben.
Und wir können mit Hilfe dieses verallgemeinerte Skalarprodukt die bestimmte Ereignisse verstehen und klassifizieren. Sei XA und XB zwei Ereignisse. Und wir werden ein Bezugssystem auswählen, damit Ereignis A an dem Koordinatenursprung sich befindet. Nochmal dieses Diagramm. Ereignis A findet an Koordinatenursprung statt. Wir können das immer so arrangieren, indem wir ein geschicktes Bezugssystem auswählen und es gibt noch ein Ereignis, nämlich B. Und es stellt sich heraus, es gibt drei mögliche Art Ereignisse oder Intervalle zwischen Ereignisse, zwei mögliche Arten. Zum Beispiel, Ereignis B könnte zum Beispiel hier in Zukunft stattfinden. Ich nenne diese Möglichkeit B1. Ereignis B könnte zum Beispiel hier stattfinden. Ich nenne diese Ereignis B2. Und es könnte auch gut sein, dass Ereignis B findet genau an der Weltlinie ein Lichtstrahl statt. Wir haben drei Ereignisse eingeführt, drei mögliche B-Ereignisse eingeführt. B könnte hier stattfinden oder hier stattfinden. Auch alle möglichen beliebigen Orte. Und es stellt sich heraus, es gibt drei Arten von Intervallen zwischen Ereignissen. Es hängt davon ab, ob dieses Ereignis in Zukunft innerhalb ein Licht, innerhalb diesen Kegel hier stattfindet oder wenn B außerhalb dieser sogenannten Lichtkegel stattfindet, dann haben wir eine andere Art von Intervall zwischen A und B. Und es gibt auch eine dritte Möglichkeit, wenn dieses Ereignis genau an diesem Lichtkegel stattfindet. Dann haben wir eine dritte Möglichkeit. Ich nenne, wenn wir so eine dritte Dimension einführen, nämlich Y, dann ich begründe erstmal diesen Begriff Lichtkegel. So sieht ein Lichtpulse aus in Raumzeit, wenn wir eine zweite Raumdimension einführen.
Hier angenommen, wir haben eine Lichtquelle. Wir schalten diese Lichtquelle ein an den, zum Zeitpunkt t gleich 0 an den Koordinatenursprung. Dann propagiert so eine Art Lichtpulse ausbreitet, so ein Ring von einem Lichtring. Und so sieht Licht aus in diesen Darstellungen. Wir nennen diesen Bereich hier Lichtkegel. Wir haben tatsächlich drei Bereiche jetzt eingeführt. Ein Bereich innerhalb des Lichtkegels, außerhalb und auch die Grenze zwischen dem Lichtkegelbereich und außen. Und wir haben drei mögliche Arten von Intervalle zwischen zwei Ereignissen jetzt beschrieben. Jetzt definiere ich diese drei möglichen Intervalle. Okay, wir haben zwei Ereignisse, xa und deren vierer Vektoren sind xa y, xa mu und xb mu. Diese beiden Ereignisse sind, diese Koordinaten bilden beide vierer Vektoren. Und die Differenz zwischen diesen beiden Ereignissen bildet auch einen vierer Vektor. Diese Größe hier ist auch ein vierer Vektor. Wir verwenden jetzt dieses verallgemeinerte Skalarprodukt, um solche Differenzen zu klassifizieren. Okay, wir tun das, indem wir a, wir definieren a, dieser vierer Vektor a mu, einfach als Delta x mu und wir definieren auch b mu als Delta x mu. Zweimal sozusagen. Und wir verwenden jetzt dieses invariantes verallgemeinertes Skalarprodukt und wir entdecken, was wichtig ist dabei. Definieren wir a und b als Delta x, dann erhalten wir
Delta x Dach mu zum Quadrat plus Delta x Dach 1 zum Quadrat Diese Größe ist logisch invariant. Ja? Berechnen wir diese Differenz, setzen wir diese Differenz in dieses Skalarprodukt ein, in ein Bezugssystem, kriegen wir ganz genau denselben Wert in alle anderen Bezugssystemen. Wir nennen diesen Wert I. I steht für invariantes Intervall. Diese Größe I, das verallgemeinerte Skalarprodukt zweier Ereignisse, diese komische Größe minus Delta x 0 zum Quadrat, aber plus Delta x 1, 2 und 3 zum Quadrat, wird invarianter Intervall bezeichnet. Und wir haben drei wichtige Fälle. Nämlich das Intervall I, wenn I positiv ist, das einfach anders nummerieren, aufzählen. Es gibt drei Möglichkeiten für das invariante Intervall. Entweder ist das invariante Intervall negativ oder null oder positiv sein. Im Fall, dass das invariante Intervall negativ ist, dann nennen wir die Differenz Delta x mu
raumartig. Da habe ich mit Hilfe A und B1 so eine Möglichkeit dargestellt. Wird I gleich 0, das Invariante ist gleich 0, dann wird die Differenz lichtartig bezeichnet. Und wir haben eine dritte Möglichkeit, nämlich I ist größer 0. Dann nennen wir die Differenz zeitartig. Drei Möglichkeiten für das invariante Intervall. Betrachten wir diese Abbildung, habe ich diese drei Möglichkeiten dargestellt. Im Fall i kleiner 0 ist, dann ist die Differenz zwischen die beiden Ereignisse negativ, ist die Differenz, nochmal anders ausgedrückt, wenn i kleiner 0 ist, dann haben wir solche Fälle, wird so dargestellt. Wir haben ein Ereignis und noch ein Ereignis und diese Ereignisse finden zum selben Zeitpunkt statt oder ungefähr so. Es ist nicht möglich, einen Lichtstrahl von A nach B zu senden, weil so eine Nachricht muss schneller als Licht propagieren, um B eins zu erreichen. Solche Differenzen wird raumartig bezeichnet. Da kann man gleich sehen, A und B, die finden zum selben Zeitpunkt statt. Die Differenz zwischen die... Ich habe das... Entschuldigung. Ah, okay, hier. Es gibt zwei Konventionen in der Physik. Entschuldigung. Und ich benutze immer die andere Konvention, außer diese Vorlesung. Okay. Wenn i größer 0 ist, wird diese Differenz raumartig bezeichnet. Und da habe ich das jetzt richtig. Ein Beispiel dafür steht oben. Wir haben zwei Ereignisse, A und B1. B1 findet zum selben Zeitpunkt wie A statt. Die Differenz zwischen diesen beiden fairen Vektoren haben keine nullte Komponente, keine Zeitkomponente. Das heißt, es gibt keinen negativen Beitrag hier. Wir haben nur positiven Beiträge für das Skalarprodukt. Das sind verallgemeinerte Skalarprodukt. Solche Ereignisse, solche Paarereignisse wird raumartig bezeichnet. Die finden ungefähr zum selben Zeitpunkt statt. Muss nicht so, aber das ist ein gutes Beispiel dafür. So, und zu jede raumartige Differenz stellen wir fest, dass es unmöglich ist, einen Lichtstrahl von A nach B zu senden. Das ist nicht möglich. Wenn die zwei Ereignisse raumartig sind, sind die getrennt irgendwie im Raumzeit. Wenn I gleich 0 ist, dann stellen wir fest, dass ein Lichtstrahl genau zwischen A und B propagieren oder ausbreiten kann. Ein Lichtstrahl kann von A nach B propagieren. Genau wenn I gleich 0 ist. Deshalb nennen wir solche Differenzen lichtartig. Es gibt immer ein Lichtsignal, Lichtnachricht zwischen A und B für lichtartige Differenzen.
wird i kleiner 0, nennen wir die Differenz zeitartig. In solchen Fällen, zum Beispiel da oben, haben wir b3. b3 ist ein Ereignis, findet zum ungefähr selben, an ungefähr derselben bestimmten Ort statt, aber zu einem anderen Zeitpunkt, dann wird diesen Beitrag sehr groß. Es gibt eine Zeitdifferenz zwischen die Ereignisse, aber die räumliche Differenz ist klein. Deshalb ist das invariante Intervall negativ in diesem Fall. Diese drei Möglichkeiten schöpfen alle Möglichkeiten aus und erlaubt uns so eine Klassifikation oder alle Ereignisse im Raumzeit. Okay, ich bin eigentlich durch für heute. Gibt es Fragen? Nicht der Fall. Dankeschön.